Vergessenheit wird die Festung von Karak 8 Gipfel wieder den Zwergen gehören. Unter eurer Regentschaft, billiger Eisenhammer. Ja, und mit diesen Worten sage ich herzlich willkommen zum ersten Let's Play von Total War Warhammer. Hier seht ihr natürlich noch Teil 1, doch mit dem Release am Ende September, vielleicht in Deutschland auch erst Anfang Oktober, wird ja Teil 2 rauskommen. Und ja, bei diesem Let's Play werde ich dann nahtlos damit übergehen, weil die Entwickler sich etwas gedacht haben, was ich extrem genial finde. Und zwar, dass Teil 1 und Teil 2 quasi fusionieren. Man könnte also Teil 2 sozusagen auch als Mega-DLC betrachten, weil die Karten der beiden Spiele miteinander vereint werden und quasi auch alle Inhalte und Fraktionen. Und ja, deswegen fangen wir jetzt hier ganz normal erstmal mit Teil 1 an. Und wie ihr seht, ich spiele Clan Ankhund. Das sind die Zwerge, die den höchsten Schwierigkeitsgrad aktuell haben. Und nach der Einleitung jetzt, die ich mache mal weg, Kumpel, danke für die Hilfe, haben wir jetzt erstmal unseren Anführer hier vorgestellt. Riesiger Nachteil, den er hat, plus 50% Unterhaltskosten, bis wir Karak 8 Gipfel erobert haben. Das heißt, quasi zwei Einheiten kosten jetzt so viel wie drei. Dabei hat er allerdings noch drei gute Eigenschaften, plus 10 Führerschaft beim Belagern. Okay, ist jetzt nicht so effizient, aber wir nehmen es halt mit. Ganz gut am Anfang ist, dass wir mit 4 Helden beginnen. Und ja, er kann eine einzigartige Gebäudekette in Karak 8 Gipfel bauen, sofern wir dahin kommen. Das heißt, wir sehen schon anhand seines Heldenlogs hier, da müssen wir auf jeden Fall hin. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir auch was sehen. So, als allererstes bei Total War Warhammer, ganz interessant und wichtig, sind ja die Zielvorgaben, weil jedes Volk spielt sich anders und hat teilweise verschiedene Vorgaben. Er zum Beispiel, wie das auch sein Heldenlog gut zeigt, müssen Karak 8 Gipfel erobern. Das ist allerdings sehr sinnvoll. Dann hier schon als erledigt markiert ist, dass wir im großen Buch des Grolls keine weiten Krolle haben. Was ist das? Das ist durch das Icon hier unten rechts symbolisiert. Und eigentlich ein sehr cooles Element und sehr cool überlegt auch. Und zwar immer, wenn den Zwergen Unrecht getan wird. Das heißt, wenn jemand eine Armee von mir angreift, wenn er mir den Krieg erklärt, wenn er Sabotageakt oder einen Mord durchführt, dann wird das in diesem großen Buch des Grolls niedergeschrieben. Und ja, wir kriegen dann quasi die Aufgabe, das in irgendeiner Form zu rächen. Dafür bekommen wir dann auch Belohnungen, die meist, ja, sagen wir eher marginal sind, aber halt trotzdem vorwärts bringen. Hat aber auch einen riesen Nachteil. Wir sehen hier oben diese dreigeteilte Leiste. Die ist aktuell leer, das heißt, wir finden uns quasi hier. Und das bringt uns einen diplomatischen Bonus mit Zwergenreichen und erhöht unsere öffentliche Ordnung. Allerdings, umso mehr Krolle wir haben, die wir nicht beseitigen, da steigt die sogenannte Schwere an und wir rücken immer mehr in diese kritischen Bereiche, die uns Mali bringen. Das heißt, allein schon deswegen sollten wir bestrebt sein, die Krolle aufzuheben. Gemein ist dabei, auch wenn ein Kroll vielleicht mit einem Punkt beginnt, umso länger der anhält, desto mehr Schwere generiert er. Das heißt, wenn wir von Anfang einen Kroll haben und den nie beseitigen, kann er alleine zu diesem massiven Mali führen. Und jeder, der Total War Warhammer kennt, der weiß, dass ein Malus in den diplomatischen Beziehungen ein großer, riesiger Nachteil ist und auch, dass die öffentliche Ordnung ein großer Malus darstellt, wenn wir die verlieren. Weil ohne Ordnung können wir entweder keine Steuern erheben, weil wir sie aufrechterhalten wollen, oder aber wir lassen zu, dass Chaos dann regiert quasi. Das führt dazu, dass Rebellionen stattfinden und wir unsere Sachen verlieren. Das ist natürlich nicht Ziel des Spiels. Weil wir gerade wieder bei Ziel des Spiels sind, wunderbare Überleitung, kommen wir auch wieder zu den Zielen. Hier sehen wir auch schon, das nächste Ziel ist, dass wir diese ganzen Festen, Zwergenfesten, halten müssen oder durch Verbündete zu kontrollieren haben. Und das zeigt auch schon, dass wir sie natürlich nicht verlieren dürfen. Dann müssen wir auch die anderen Festen hier wieder zurückerobern. Wir müssen die Grünhäute und die Halbmonde besiegen, das sind beides Orkvölker. Das ist klar, weil Zwerge und Orks sind bei Total War Warhammer Erzfeinde. Ferner müssen wir die Chaoskrieger und die Kriegsherde des Chaos innerhalb ihrer Länder im Nordosten in der Chaoswüste zurückdrängen. Aktuell passiert das noch nicht, da kommt aber dann ein Event, wo sie immer heftiger werden.
Und da kommt auch dann der letzte Ziel hier, Achshaan, der Auserwählte, den wir dann besiegen müssen oder von dem wir hoffen können, dass ein anderer ihn besiegt. Was bisher bei meinen geschätzten, wie oft habe ich es jetzt durchgespielt, 7 oder 8 Mal, noch nicht einmal passiert ist. Und bei diesen 7 oder 8 Mal habe ich die Erfahrung gemacht, dass er so gewisserweise die Affinität hat, Richtung Spieler zu laufen. Allerdings möchte ich einfach nicht glauben, dass das wirklich so programmiert ist, sondern dass das mein Pech gilt. Okay, allerdings wichtigstes Ziel ist Karak 8 Gipfel. Klicken wir hier drauf, dann sehen wir, wo das ist. Wir müssen also quasi über die ganze Karte mal laufen. Ja, das ist hier ganz im Südosten. Ja, ganz im Südosten nicht, aber im relativen Südosten. Und das ist ein Stückchen, ehe wir da hinkommen. Wir sind momentan nur dieser kleine dunkelblaue Punkt hier auf der Karte. Das gilt es natürlich zu beheben. Und wichtig ist auch dieses Feld hier, die Technologie, quasi die Forschung. Und die Zwerge haben da, wie man auch vielleicht an dieser riesigen Übersicht sehen kann, da die höchste Auswahl. Ist ein Tech-Tree, der sich von links nach rechts aufbaut. Und ohne alles vorstellen zu wollen, ich möchte auf jeden Fall erst einmal hier hin. Ein diplomatischer Bonus ist am Anfang das Beste, was wir haben können. Vor allem, da wir so weit nach Osten laufen müssen, müssen wir zwingend durch die Gebiete von den KIs. Und damit wir das dürfen, brauchen wir halt eine gewisse höhere Diplomatie. Wir können natürlich auch so durchlaufen, würden dann aber halt in ihrer Gunst sinken. Und das würde Krieg bedeuten. Und das wollen wir als kleines Volk doch erstmal vermeiden. So, darum, erstes Feld ist das hier. Das bringt nur zusätzlich öffentliche Ordnung. So, hier sehen wir die 4 Heldeneinheiten, mit denen wir starten. Die tun wir direkt mal in unsere Armee rein. Da sind wir am Anfang eigentlich nämlich schon recht offenbar. Wir brauchen das auch, weil wir haben nicht viel. So, du kommst erstmal hier rein, dann können wir die Einheiten rekrutieren. Allerdings zuerst bauen wir mal ein bisschen aus. So, wir werden auch hier in den Tree weitergehen, damit wir ein paar Einheiten kriegen. Allerdings setze ich immer auf wirtschaftliche Stabilität. Genau wie mein Freund Sun Tzu, auch Sun Tzu genannt, das macht. Und das hier ist wirklich ziemlich gut. Wir kriegen nämlich Geld. Wir kriegen Bier, das können wir handeln. Das erhöht die öffentliche Ordnung, das sichert unsere Steuereinnahmen quasi. Und es erhöht den Wachstum dadurch. Das sehen wir hier. Dadurch kriegen wir Bevölkerungsüberschuss. Nur dadurch können wir das Hauptgebäude erweitern. Was wir dafür brauchen, damit wir halt in Tech Tree innerhalb der Gebäudekartei weiterkommen. Okay, der mit dem Bier. Dann holen wir uns noch ein paar Einheiten dazu. Viel Auswahl ist ja nicht. Okay, wir können nur 3 am Stück machen, ohne dass wir eine Runde aussetzen müssen. Deswegen machen wir erst nur 3. Anhand unserer Finanzen sehe ich, dass wir uns auch nicht viel mehr leisten können, weil das Plus wird halt durch den großen Malus der Zwerge sehr schnell weggehen. Ach, da sind Wildorks, die marodieren hier in der Gegend und werden wahrscheinlich ein bisschen rumwerfen. Ah ja, und hier kriegen wir auch schon unseren ersten Groll, dass wir quasi Karak 8 Gipfel erobern müssen. Da gibt uns quasi jetzt zwischen den 2 massiven Gründen, die man schon gegeben hat, noch einen dritten dazu, warum wir es tun sollten. Okay, wahrgenommen. So, das will ich jetzt erst. Oh, können es für die nächste Mal direkt offen lassen. Schauen wir aber erstmal Diplomatie, ob jemand mit uns reden möchte. Mit ausländischen Mächten. Ja, ich erkläre dir das gerade. Ganz cool. Wir können hier anhand des Symbols sehen, wie sie aktuell zu uns stehen und in welche Richtung sich bewegt. Klar, mit den Grünhäuten, das sind unsere Erzfeinde, da sind wir im Konflikt, das wird sich auch nicht ändern. Und mit ihm haben wir sowohl schon Nicht-Angriffspakt als auch militärischen Zugang, hier oben. Das wollen wir noch ein bisschen ausbauen. Ha, können es aber noch nicht. Wenn ich mir mal so die Köpfchen anschaue, wird sich das auch so schnell nicht ändern. Welcome, Dowie. Oh, du bist bereit für Nicht-Angriffspakt, das ist doch schon mal gut. Militärischer Zugang, da können wir in sein Gebiet. Vielleicht schützen wir uns auch gegenseitig. Nee, hat er keinen Bock zu. Kann ich ihm nicht verübeln. Greetings on behalf of the Empire. Ja, lass uns erstmal alle Frieden machen. Als Zwerge sind wir ja friedlich. Schade, handeln wir noch nicht. Hätte uns schön Geld eingebracht. You stand before the King. Haben wir hier die Waldelfen.
Übrigens, dieses DLC der Waldelfen und das der Norskar sind die beiden, die ich nicht habe. Werde ich mir natürlich noch irgendwann holen. Allerdings warte ich da wieder auf den wunderbaren Sale, damit ich sie ein bisschen billiger bekomme. Und ich muss persönlich sagen, ich halte die Waldelfen für das stärkste Volk. Sie haben eine gute Startposition, das ihnen massive Vorteile bringt und auch von der Chaos-Truppe schwer zu erreichen ist. Und schon früh im Spiel habe ich gesehen, dass sie extrem expandieren können, weil sie können im Gegensatz zu allen anderen Völkern überall Siedlungen bauen. Wir Zwerge können jetzt nur so ein Berggebieten, die Menschen können nur in fruchtbaren Tälern, ebenso wie die Vampire und ein paar andere Sachen. Und ja, das sind schon gewisse Einschränkungen, denen wir hier unterliegen. So, da der nicht so schnell zu uns kommen kann und ich natürlich auch mich ein bisschen erweitern muss, wähle ich jetzt hier mal den Tunnelwegnetz. Dadurch können wir quasi durch die Tunnel gehen, was eine direkte Bewegung erlaubt. Einziger Nachteil, wir kommen zwar relativ schnell vorwärts im gebirgigen Gelände, allerdings, wenn uns jemand angreift und wir verlieren, verlieren wir alles. So, aber wir machen jetzt erstmal dahin und versuchen uns das dann zu holen. Gut, die Ordnung sinkt hier gerade noch, weil Steuern sind. Das wird sich aber bald ändern, sobald wir Bier haben. Erfahrungsgemäß sorgt Bier ja immer dafür, dass die Leute zufrieden sind. Ha, das ist das, was ich sagte. Jetzt versuchen wir uns ein Tunnelwegnetz abzufangen. Und ja, hier sieht man quasi, in welcher Region wir kämpfen und wie das Gelände ist. Und ja, das hier ist die Einschätzung der Kräfte. Der Spieler ist immer gelb, die Gegner sind immer als rot dargestellt. Wir sehen also das Verhältnis meiner Stärke zu ihrem Schätzecomputer auf, ich kann es nicht sagen, 98 zu 2 oder so. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, wenn das so aussieht, der automatische Kampf wirklich natürlich einen Vorteil bringt, wir gewinnen. Wenn es grenzwertig ist, sag mal so 50-70% oder gar noch niedriger, dann sollte man überlegen, ob man manuell kämpft, aus zwei Gründen. Erstens, die Schlachten sind halt einer der Coolness-Faktoren von Total War Warhammer. Es macht einfach Spaß, auch zuzugucken, wie die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen. Sonst wäre es nur quasi eine verbesserte Variante von Risiko. Und die zweite Sache ist, dass der Computer anhand von irgendwelchen Faktoren das berechnet. Also er wird irgendwie für jede Einheit einen gewissen Wert aufstellen, wird vielleicht das Gelände mit einem Faktor berücksichtigen, berücksichtigt meines Erachtens Mauern auch mit einem sehr, sehr hohen Faktor. Und daraus resultiert dann das Kräfteverhältnis. Allerdings habe ich es auch schon geschafft, bei Sachen, wo er mir 1-2% Chance gab, also wo das Gelb und Rot jetzt quasi getrennt waren, einen Sieg rauszuholen. Das heißt, solange er wirklich so positiv schätzt, mache ich automatischer Kampf, das werde ich immer gewinnen. Ansonsten werde ich wahrscheinlich eher mal kämpfen. So, jetzt gehörst du aber erstmal. So, wir sehen, er hat alles verloren. Wir haben ein paar minimale Verluste, kriegen ein bisschen Beute. Jetzt haben wir die Wahl, ob wir die Gefangenen freilassen. Das erhöht unsere Schatzkammer ein bisschen. Allerdings heilen uns ein bisschen langsamer. Oder wir tun die Gefangenen hinrichten. Dadurch haben wir dann eine höhere Führerschaft, das heißt quasi einen Kampfbonus. Und das wählen wir jetzt. So, da hat er eine Fähigkeit bekommen, unser Anführer. Beständig selbst im Nahkampf. Oh, schön. Er zieht selbst. Er heilt sich selbst also jetzt die ganze Zeit. Sehr gut. Dann sehen wir auch hier, er hat einen Rang bekommen durch den Kampf, weil die Helden und Anführer leveln hier halt auch auf. Und wir haben hier oben immer so einen speziellen Pfad, der ist halt relativ speziell für denjenigen. Da haben wir meist so einen Pfad, der den Held oder Anführer selber verstärkt. Das hier sind Sachen, die seine Einheiten verstärken. Und das hier, ich nenne es jetzt mal so eher, sind für die Strategiekarte. Und das ist das, was ich meistens nutze, als allererstes. Und zwar Marschierer macht plus 10% Bewegungsreichweite auf der gesamten Karte. Und meines Erachtens ist Bewegung einer der massivsten Faktoren hier, weil wir werden uns sehr oft bewegen müssen, vor allem mit dem Volk. Dann haben wir noch Nachricht, dass ein paar Gebäude fertig geworden sind. Hier können wir uns das näher anschauen. Die Kaserne ist fertig geworden, das heißt, wir können jetzt auch Armbrustschützen bauen. Armbrustschützen mit Zweihandwaffen können wir später erst bauen. Das wäre eigentlich der Unterschied. Panzerung und Schild. Gepanzert, rüstungsdurchdringender Nahkampf. Ihr seid aber auch eher Nahkämpfer. Also was den Distanzkampf angeht, wofür sie lieber hätte, macht es keinen Unterschied. Deswegen verzichtet auch drauf. So, und jetzt verbessern wir noch unser Bier.
Da kriegen wir ein bisschen mehr Gold, mehr handelbare Ressourcen, mehr Ordnung und mehr Wachstum. Okay. Während wir im Tunnelmodus sind, können wir nicht erobern. Da gehe ich wieder auf die normale Stellung zurück. Und ja, jetzt können wir das ohne Probleme einnehmen. Und es ist jetzt was. Klar, gibt nicht viel Beute bei so wenig Gegnern. Wir haben auch nichts verloren. Und ja. Jetzt haben wir eine Aussage, was wir damit machen. Wir können es niederreißen. Da ich expandieren will, ist das nicht zu empfehlen. Ebenso ausrauben. Da besetze ich sie nicht, sondern klau alles. Das würde ich jetzt dann machen, wenn das eine Siedlung wäre, die ich gar nicht haben will oder gar nicht kontrollieren kann. Da würde ich relativ viel Geld kriegen und würde dafür sorgen, dass die Ordnung dort sinkt. Plündern besetzen oder besetzen bedeutet, ich bekomme es. Im ersten Fall bekomme ich kein Geld. Allerdings, wie man sieht, bekomme ich auch nicht so einen heftigen Ordnungsmalus. Deswegen wähle ich das. So, scheinbar ist unser Anführer aufgestiegen und dadurch kann ich jetzt legendäres Söldnerregime freischalten. Das geht nur, wenn man das entsprechende Add-on hat, aber für die Fraktion, die ich besitze, habe ich die Add-ons. Und das sind quasi einfach bessere Nahkämpfer. Ah, er hat eine Mutrune, die kann ich jemandem zuweisen. Der ist dann immun gegen Psychologie. Ja, so viele Effekte gibt es jetzt auch nicht, aber okay. Nehmen wir mit, ist kostenlos. True King. Tun wir erst unseren Helden verbessern. So, brauche ich nicht. Was war das? Brauche ich jetzt nicht. Da bin ich zu faul für. Das hier ist allerdings schön. Irgendwann wird das Chaos kommen. Vampire eventuell, aber Chaos garantiert. Und da ist es schön, wenn wir kein Problem haben. Weil sowohl Vampire als auch Chaos tun quasi, ich sage es mal, eine Art Religion, wenn man so möchte, kann man vergleichen. Oder ihre Lehren verbreiten. Und diese führen zu einer Unordnung. Das heißt, wir haben dann immer Probleme mit der Ordnung aufrechtzuerhalten und hiermit können wir gegenwirken. Haben wir mal geschaut, wie das Spiel das berechnet. Das zählt quasi alles, was wir an unserer Ideologie generieren, plus die Ideologie von allen anderen. Das ist dann eine Gesamtsumme. Und ja, die Gesamtideologie prozentual strebt dann halt dem Verhältnis entgegen. Aber deswegen bauen wir das jetzt aus, da tu mir da schon mal vorbeugen, wenn es soweit ist. Okay. Dann holen wir jetzt noch unsere legendäre Einheit. Ist quasi derselbe wie hier, nur halt besser. Man sieht auch hier schon Gold dran. Und wenn wir mal die beiden vergleichen, ich klicke den an, da haben wir die Werte nochmal. Und mit ihm vergleichen, den wir jetzt... Nein, das bist du, Entschuldigung. Da sehen wir erstmal, dass er etwas dazu bekommen hat. Und zwar gegen Infanterie kriegt er einen Bonus. Dann hat er bessere Werte, das sehen wir rechts durch diese grünen Banner dargestellt. Allerdings, was mich am meisten interessiert, ist, dass er im Nahkampfangriff halt noch einen Feuerschaden macht. Das ist halt eventuell vorteilhaft. Karak Zufbar können wir ein bisschen ausbauen. Wir wollen erstmal ein bisschen Geld haben. Deswegen Holz. Ja, das war auch das Ende unserer Runde. Ah, jetzt noch jemand geleffelt, während quasi unser Endsegment ist. Unsere erste Technologie ist auch fertig, muss ich mal gucken. Die Wildogs sind immer noch nicht in der Nähe, das ist schön. Was ich noch nicht gesagt habe, das hier ist die Region, Himmelspfeiler, und die besteht aus diesen drei Siedlungen. Links immer die Hauptsiedlung, die kann bis zur Stufe 5 ausgebaut werden. Die anderen bis zur Stufe 3. Das Ding gibt an, wie viel Bevölkerungsüberschuss man braucht. Hat man alle Siedlungen einer Region unter Kontrolle, kann man hier Erlasse wählen und die bringen halt für alle Siedlungen darin einen Bonus. Nur so viel dazu. So, die Forsthütte ist ausgebaut, sehe ich jetzt hier auch. Dann Rang erhalten. Ja, das sind quasi unsere vier Helden hier. Die bauen wir jetzt auch mal aus. So, ich habe auch schon geschaut. Hier möchte ich gerne hierhin, wieder gegen Korruption. Und das heißt, wir müssen erstmal das wählen. Was macht das? Erfolgschance des feindlichen Helden geändert. Okay. Ist allerdings nur, wenn wir ihn aufstellen. Bringt also nicht so viel, solange er in der Armee ist. Bei dir. Zeig mir bitte deine Leiste. Möchte ich gerne hierhin, weil hier ist wieder Korruption. Und hier ist Sachen, die meine Armee permanent verbessern.
Und das hier tut auch die Forschung erhöhen. Und bei so viel Forschungswegen ist das sinnvoll. Darum Unterfahrt. Du bist quasi dieselbe Klasse, daher machen wir das Dito. Ah ja, der ist der tollste, weil der tut Artillerie- und Geschosssachen profitieren lassen. Bei dem fällt es mir schwer zu entscheiden, welchen Pfad ich gehe, muss ich gestehen. Weil ich stehe eigentlich auf Distanzeinheiten, vor allem auf Artillerie. Aber der hat halt hier auch gute Sachen. Das hier brauche ich jetzt alles nicht. Nee. Das ist nur, wenn ich aufstelle. Fraktionsweit, okay, das ist cool. Das heißt, wir brauchen hier ein paar Punkte. Bis zum Forschergeist. Okay, machen wir erst mal das. Bringt leider aber auch was, wenn wir ihn aufstellen. Deswegen jetzt kein Vorteil daraus. Allerdings kommen wir im Forschungszweig jetzt weiter. Und, falsch, die Richtung? Genau, mehr Beziehungen. Nachdem wir das erforscht haben, können wir dann noch mal ein bisschen Frieden versuchen. So, jetzt muss ich mal schauen. 3 plus 8. Militärpräsenz ist 7. Das heißt, wenn ich mein Militär abziehe, sinkt der Ordnungsbonus um 7. Das heißt, ich habe dann trotzdem noch plus 1. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich weiß, das letzte ist hier unten. In die Richtung versuche ich jetzt mich auch ein bisschen auszubreiten erst einmal. So, komm mal hierher, Kumpel. So. Okay. Ich wundere, warum ich hier bleibe. Ich schaue, ob die Wildorks wiederkommen. Erfahrungsmäßig laufen die nämlich teilweise immer hin und her. Genau so. Und stellen dann für mich auch eine Bedrohung dar. Deswegen ich jetzt erstmal wieder zurücklatsche. So. Das habe ich nämlich kommen sehen. Aber sehen nebenbei. Buch des Kreuz. Gesamtschwere aktuell 2 wegen dieser Sache mit Karakrim. Was ich noch ein bisschen schade fand mit diesen Wildorks, bisher hat da keiner die so recht bekämpfen wollen, außer ich. Brauerei ist fertig. Höher kriegt man die erstmal nicht. Um das Gebäude aufzuwerten, brauchen wir 2 Bevölkerungsüberschuss. Ja, das dauert halt noch. Nächste Runde sind wir bei 1 und dann dauert es ein ganzes Stückchen länger. Ja, ihr seht, ich käme ran, aber nur mit dem Modus. Und mit dem Modus kann ich auch nicht angreifen. Deswegen überlege ich, wie ich es jetzt mache. Wisst ihr was? Ich gehe euch mal auf den Sack. Obwohl, ich komme eh nur bis zu dieser Grenze. Komm, komm mal hier hin. So, ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt verziehen werde. Stellung, okay. War klar. Die dürfte ich diesmal aber kriegen. Seht eigentlich. Ah. Ja, und die Orks, die Schorfaugen, dazu beredet, zusammenzukämpfen. Okay. Technologie ist fertig. Oh, wir haben einen Bonus bekommen. Belagerungszeit plus 4, Ordnung plus 3. Ach, Einkommen minus. Ja gut, der Ordnungsbonus, sei es gedankt. Ja, einen Bevölkerungsüberschuss haben wir. Ich habe gesagt, wir sparen auf 2. Allerdings können wir dann Richtung bessere Beziehung forschen. Das machen wir. Ich finde es so ein bisschen schade. Ich glaube, gilt, ja, die Technologie gilt jetzt schon. Aber man sieht, 38 zu 50, das wird der nächste Runde noch steigen. Und schauen wir, was wir jetzt schon aushandeln können. Lasst uns zusammen schützen. Wenn es grün ist, nehmen sie auf jeden Fall an. Bei Rot lehnen sie auf jeden Fall ab. Bei Gelb kommt drauf an. Ach, ich sehe noch mal. Ja, ich möchte nicht gegen dich kämpfen. Das sind doch Zwerge, wir halten zusammen. Militärischen Zugang, willst du mir nicht geben. Das heißt, Schutzbündnis wirst du auch nicht wollen. Okay. Breton. Be still, Silvaron. Let them speak. Also ich kann Französisch nicht sprechen. Okay. So, ja, die ganzen Grünen heute hier, mit denen werden wir auch im Krieg bleiben. Tiermenschen werden wahrscheinlich auch Krieg, allerdings mit den Menschen lassen möchte ich nicht Krieg machen. Interessante Funktion hierbei, wenn man das hier sieht. Und zwar, wo ist es? Ah, ich bin noch zu schwach dafür. Irgendwann kommt dann als Malus rein,
verabscheut große Macht, also umso stärker wir werden, desto weniger sind wir quasi auch beliebt und desto eher werden die auch trotzdem gegen uns kämpfen. Das hält das Spiel eigentlich relativ gut am Leben, wenn es auch ein bisschen unfair sich anfühlt, aber ist wirklich okay. So. Kann ich euch zu sonst was noch bewegen? By Sigma's will, come in peace. Na, so, mit euch möchte ich mich wirklich nicht zeigen, aber euch zu überzeugen ist wirklich nicht so leicht. Return to your cold stone. Okay, die Grenzkrebs. You have a proposal? Ihr seid auch manchmal ein bisschen kompliziert. Do not greet me as a friend. Greetings. Eigentlich habt ihr Glück, ihr habt die beste Position im Spiel. Vampire, da will ich auch nichts mit zu tun haben, außer wenn ich sie spiele. Okay. Gut, da seid ihr, da bin ich. Ja, und ich komme ran. Ach, den machen wir fertig. Ein paar Wildorks gegen Haufen kluger Zwerge, allerdings Stellungsbonus kriegen wir trotzdem hin. So, ja. Ja, ich dachte, weiß nicht, wen ich das geben soll. Hier, hier. Machen wir locker so fertig. Will ich Geld? Oder will ich lieber geheilt werden? Ich heile mich genug. Gib mir das Geld. I'm gone. Auch eine Sache, wenn man jetzt nicht ein Tunnelsnetz kämpft und einen komplett besiegt, ist der in der Regel nicht tot, sondern man muss ihn zweimal besiegen. So, wir haben eine glitzernde Schuppenrüstung bekommen. Dadurch haben alle, die gegen uns kämpfen, minus 8 Nahkampfangriff und selbst ein bisschen mehr Abwehr. Ja, ich werde für dich jetzt auch keine Grenzüberschreitung dulden. Hier muss ich jetzt erstmal sammeln. Eigentlich schade, viele Verletzte, aber die können sich wieder heilen. Okay, leveln wir unsere Helden wieder auf. Das heißt, ein bisschen gegen Korruption. Ein paar Bewegungspunkte haben wir noch. It shall be done. On to vengeance. Okay. Wir sehen, was er macht. Okay. Gut. Ich nehme deine Sachen gerne mit. Allerdings kommen wir in der Diplomatie. Ist ja gestiegen. Vielleicht können wir schon was rausholen. Komm, Kin. Also wenn ich bei denen allen nichts hinkriege, brauche ich bei den anderen auch gar nicht gucken. And what can the Dawi do? My throng stands ready, Doom. Okay, gut. Das war jetzt vielleicht noch ein bisschen voreilig. Will ich aber loswerden. Vor allem, wenn ihr hier plündert. I'm going. Hab ich noch genug? Versuch mal einen Hinterhalt. Vielleicht klappt's ja. Ich verhindere auf jeden Fall, dass sie einen Einzug zu holen. Eine gegnerische Macht ist zum Verhandeln gekommen und wünscht eine Änderung der gegenseitigen Verhältnisse. Erwägt ihr Angebot mit Bedacht. Ja. Schade. Hätte ja klappen können. So, manchmal passieren so Sachen, da müssen wir wählen. Entweder Führerschaft oder Ordnung. Ich stehe lieber allein. Ist die Frage, gilt das schon als Grenzüberschreitung? Kann ich mir nicht leisten. Seeking vengeance. Wie viel brauche ich denn für den Hinterhalt? 25% meiner Gesamtbewegung. Setting forth. Our ancestors would be proud. So, ja, jetzt sind wir eigentlich nicht weitergekommen, leider. Aber ich muss ja irgendwie von mir fernhalten. Schade, ich wollte zu denen da runter. Hm. Wir haben halt nicht mal die Wahl, leider. Onwards. Ist die Frage, ob das noch reicht zum Angreifen? Bring him. Reicht. Revenge incarnate.
So, damit haben wir den weg. Journeying on. Ah, da kriegen wir schon wieder welche. Die Bergarbeiter vom... Ah ja, das sind die mit Sprengladungen. Fraktionsweise, sehr schön. Das sind die Schädelsammelgeschichte. Alles levelt auf. So, haben wir das schon mal. Ja, bei dir kommen wir auch wieder zur Schutzrune. Ah ja, wir müssen jetzt erst uns bis da hinten vorkämpfen. Das Inspiration erst einmal das Beste. So. Das. Okay. Billiger Ironhammer. Ah ja, ich könnte ja nur rekrutieren, wenn ich entweder bei mir bin oder in den Lagerstellung wäre. Wenn ich beides nicht. What brings you before the air? Gerne. Together we are stronger. Gerne. Okay, sieht so aus, als wenn ich gleich auch wieder ein bisschen Diplomatie machen kann. Macht's mir manchmal nicht leicht. Okay, diplomatisch haben wir alles entwickelt. Ich gehe jetzt in die Finanzschiene, das ist hier oben. Machen wir erstmal das hier, kriegen wir ein bisschen Geld. Dann kommen wir zu unserer Diplomatie. Honor to your ancestors. Okay. Schauen wir jetzt mal hin. Komm, Kin. Lass uns militärische Freunde zu. And what can the Dawi do for you on this far? Breton. Greetings. Who seeks my wise counsel? Grün heute, da gibt's nichts zu regeln. Tiermenschen eigentlich auch eher weniger. Greetings from Sigma. Oh. Ja, hier. Da können wir doch einiges machen. So, wunderbar. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man viel Diplomatie hat. Dann hat man auch viele Freunde. In der Erfahrung ist, wenn ich bei Total War sterbe, liegt das daran, weil spontan mir Leute... Nö, mach nicht. Weil mir spontan Leute mehrfach gleichzeitig den Krieg erklären und ich nicht alle handeln kann gleichzeitig. So, war ich jetzt schon hier durch? Ich dachte, ich hätte schon... Well met, Dwarfs. Auf your demand. So. Ist natürlich am Anfang ein bisschen sportliche Übung, weil es so viele Fraktionen gibt. Approach and make your offer. Allerdings, wie gesagt, Freunde können hier nicht schaden. Feinde findet man hier viel, viel schneller. So, und das habe ich glaube ich schon gemacht. Wir schauen trotzdem nochmal. Welcome, ancient allies. Genau, wir sind die alten Freunde. The dwarves have come. I hope they are brought. Ihr werdet sowieso dann alle bei mir betteln, spätestens wenn die Chaos werden kommen. The dwarves have come. I hope they are. Bei ihr und die Vampire steht dem am ehesten im Weg. By Sigma's will, come in. Ach ja. Ja, wie gesagt, das ist jetzt erstmal sportliches Durchspielen. Come then. Only. Nee. Stopp. Ihr fehlt noch. The dwarves have come. I hope they. Seht ihr jetzt immer Freunde drei. Wald. The mighty Deepwood welcomes you beneath its. Eben, das sollte ich auch schon immer sagen. Aus Trauspruch. So. The woods of Athaloran welcome. Ach, die Waldelfen. Bei denen habe ich schon das Gefühl, dass sie mir im Weg stehen werden. Ich werde auch zurück müssen, weil die Orks da unten werden garantiert einen Gegenschlag vorbereiten. Verübeln kann man es ihnen ja wohl nicht. I am ready to parley. I hope you're worth. Okay. Haben das erstmal geschafft. Lord of the Angren. Jetzt haben wir zwei Varianten. Variante 1, ich gehe direkt zurück.
Da ich eh in die Richtung springen muss und das mir nicht reicht. Ja, machen wir das so. Schau mal, wie weit gehen wir durch Tunnel. Nicht besonders. So, das müsste am schnellsten gehen. Ah. Ja, ich sehe schon. Die mondsische Goblins kommen da näher. Oh, ist noch ein Stückchen. Okay. So, wenn ich mich jetzt nicht verplant habe. Hat gereicht. Dann holen wir uns jetzt mal die Bergwerker und sprengen lassen. So, gepanzert, Rüstungsdurchdringend, Spezialfernkampfwaffe. Okay, das ist die Munition. Ja klar, kann auch Tore sprengen. So. Ah, bei niedriger Führerschaft ist es deaktiviert, ansonsten kriegt er einen Bonus. Okay. Ja, okay, ja, drei Sprengladungen. Reichweite ist nicht gerade toll, aber der Schaden ist ganz toll. Was möchtest du denn? Du gibst mir Geld und wir haben Schutzbündnis, klar. Tut mir leid, Marienburg, das Imperium ist mir wichtiger. Ich weiß nämlich, dass sie früher oder später gewinnen werden. Romandi-Stamm? Hab ich auch noch nie gehört. Muss neu mit dem Update dazugekommen sein. Revenge incarnate. Okay. Krieg erklärt. I stand strong behind the shield of defiance. Speed. Okay, für 100 bin ich dabei. Okay, ein bisschen mehr Geld. Hier holen wir uns noch ein bisschen mehr Geld. Schauen wir wieder automatisch, ob wir noch ein paar Leute. Honor to your ancestors. Boah, obwohl wir so gut drauf sind, guck mal hier, wir sind doch Busenfreunde mehr oder weniger. Ne? Are we from another home? Come, come, kin. Let us feast and drink. Wer war das jetzt? Komm, komm, Kind. Du warst, alles klar. Okay. Wenn man so vielen einfach nur durchsteht, dann verliert man auch schnell natürlich den Überblick. Honor to your ancestors. Wie ist damit? Wir werden ja immer bessere Freunde, ne? You ask for a boon. Ich kenne mich überhaupt nicht. So, von anderen Spielen schon, aber nicht aktuell. Ach, ihr seid anstrengend. I am Morgiana, Fey Enchantress of Bretonnia. Genau. Oh. Entschuldigung. Das wollte ich so fragen. Bow before the rightful lords of. Ist auch eine Möglichkeit, die Karte zu erkunden, einfach mit jedem Bündnis zu schließen. Bow before the rightful lords of this land. Mountain folk, the lady genau. Has always. Das willst du nicht, dann wirst du das erst recht nicht wollen. So, Orks, Tiermenschen. Ja, mit Marienburg bin ich zwangsweise im Krieg. The dwarves have come. I hope they've brought. Okay, wen haben wir noch? Sieht's mir aus wie die Mittel. Come then! Only Sigma. Okay. Welcome, ancient ally. Genau.
nur Schutzbündnis, okay. Well met, Dwarfs. What are you doing? Was ist das für ein Anfang? By Sigma's will, come in peace. So. Come then. Es sieht jetzt natürlich nach verdammt vielen Verbündeten aus. Aber in der Regel, wenn es eng wird, helfen die einen auch nicht unbedingt. Ist eher so, dass man sich quasi ein bisschen davor schützt, dass sie Feinde werden. Approach us, friend, and make your offer. So. Approach us, friend, and make your offer. Kann auch halt mal ein halber Tag vergehen. Approach and make your offer. Aber gut, es gibt bald nicht mehr so viele. Wir werden sich gegenseitig kriegen, auslöschen. Dann ist die Liste sehr schnell sehr klein. Come then, only Sigma. So, Marienburg. Hier können wir noch mal gucken, hier haben wir noch nicht das Beste. Approach your friend and make your offer. Das kriegen wir auch nicht, wie ich sehe. Ja, wie sieht es aus, Waldelfen? Wir sind noch so im gelb-grünen Bereich, da kann man schon ein bisschen mehr machen. Yeah. Sehr schön. Long have our races fought in the battle against. Toll. Okay, hab schon mal die auf meiner Seite. Greetings, stranger. Das ist auch gut, weil da werde ich öfters mal langlatschen, das kann ich nicht abkürzen. You have a proposal? We are willing to. Greetings, stranger. So. Okay. Genug diplomatisiert. So, jetzt müsste ich, glaube ich, mit dieser Variante, wo ist sie? Da. Weiterkommen. Wir werden bestimmt schon ordentlich aufgerüstet haben. Wie lange dauert es noch, ehe die Bevölkerung steigt? Noch ein Zug. Schön, können wir das dann ausbauen. So, Vampirfürsten. Ja, ich behalte meinen Verbündeten. Dafür habe ich... Was willst du, Marienburg? Frieden? Wenn ich Frieden mit dir mache, mache ich automatisch Krieg mit den anderen? Wir werden es mal sehen. Nee, okay, da werden die den Frieden verhandelt haben. Okay. Genau, Bevölkerungsüberschuss. Das wollen wir. Willkommen in die nächsthöhere Ebene. Noch nicht ganz, aber ist noch ein Weg dahin. Okay, ein bisschen komisch, dass hier keiner verteidigt. Ah, ihr seid da drüben. Ja, okay. Geschenkt nehmen wir uns. Gut, das war jetzt wirklich alles andere als ein ehrenhafter Sieg, aber... Am Ende geht es darum, wer stehen bleibt und wer nicht. Ach du, 9999 in der Schatzkammer. Nein, das ist nicht das Maximum, aber es sieht toll aus. Wunderbar. Auragröße erhöht, sehr schön. Ja, und jetzt gehört uns die gesamte Provinz. Die werden versuchen, es zurückzuholen und können es eigentlich nicht schaffen. Egal, wie sie es machen. So, ich lasse mich da auch überraschen. Vielleicht haben sie eine Idee, ich hätte keine. Was soll das heißen? Ah, schön, dass sie es jetzt eingeführt haben. Das Zeichen heißt, dass wir keinen Vorteil davon haben. Oder höchstwahrscheinlich keinen, das ist gut. So, machen wir erstmal ein bisschen Geld. Dann kümmern wir uns die Aufstiege hier. Okay, ist keiner. So, will ich jetzt hier in die Richtung überhaupt kommen? Blitzschlacht brauche ich dringend. Das ist eine der besten Sachen, die es gibt. Weil wenn man selbst eine große Armee angreift, kann man mit einer Blitzschlacht festlegen, dass halt nur eine von nebeneinander stehenden Armee angreift. Das heißt, man kann immer einen fairen Kampf herbeibeschwören. Ich brauche allerdings noch einen Punkt hier. Naja, nehmen wir das. Das ist jetzt vielleicht das Interessanteste, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben wir es jetzt. Okay, die bauen aus. Wir forschen einfach weiter. Ach, der Alas, klar. Wir wollen erst einmal Wachstum und ja, zusätzliche Handelsressourcen können auch nicht schaden. Wir können ja auch mal sehen. Wir kriegen von Steuern 676, von Handel 292. Gut. Wirtschaftlich gesehen wäre das besser, aber wachstumstechnisch wähle ich erstmal das, weil dann kriegen wir schneller eine größere Stadt.
Jawohl. Besiege 3 Armeen und Garnisonen der folgenden Rassen Untote. Ja, das ist jetzt so die Sache mit den Krollen. Ich muss es irgendwann machen, weil ich sonst eine Malus kriege. Aber eigentlich passt das nicht zu meiner Strategie. Naja, gut. Wir haben keine Wahl. So, okay. Wenn man keine Wahl hat, macht man halt, was man kann. Erstmal holen wir uns auch noch ein paar Truppen dazu. Ich weiß, die bräuchten bessere Sachen für. So, noch ein paar Distanzkämpfe. Okay, da sind wir noch nicht ganz voll, aber das brauchen wir auch nicht. Und rekrutieren wir einfach mal. Was möchtest du denn? Oh nein! Nein! Gegen die Waldelfen zieh ich nicht bei dir spielen. Step forth, true friend of the Ungrund Clan. Ja, bin ich für. Eigentlich ist es kein Problem, der kann nichts von mir erobern. Ah ja, unsere Forschung ist zu Ende. Ja gut, wir haben alles bekommen. Können wir nichts dran ändern. Nein, also das ist meine schlechte Siedlung hier. Wie groß die Garnison? Nein, also das dürfte der nicht schaffen. Ich will jetzt nicht zu optimistisch sein, aber ich bin mir eigentlich sicher. Deswegen ignorieren wir ihn mal. Oh, Moment, stopp. Wäre ich mit dem Tunnel wirklich besser? Zeig mal. Na? Mit Tunnel, ohne Tunnel? Nee, ohne Tunnel ist sinnvoller. So. Okay. Neue Forschung. Immer mehr noch mehr Geld. Hat sich nicht geändert. Weltereignisse, Fraktionen, rekrutiert, okay. Nicht so wichtig. Gucken wir noch ein bisschen mehr auf die Partie. Ah, hallo Zwerge. Welcome, friends of the Dowie. Wenn ich euch verrate, dann gleich. Irgendwann, aber erstmal. Oh, warte mal, ihr könnt meine Konföderation beitreten. Das wird jetzt wehtun, aber wir machen das jetzt mal. Da gehören die quasi mir. Ich gehe jetzt bei einem anderen Zwerg auf den Malus. Was soll's? Wir werden das schon schaukeln. Wenn nicht, dann verlieren wir es auch wieder. Auch nicht schlimm. Let's hear what you have to say. Also es ist auch, ihr seht, eine diplomatische Möglichkeit. What can the W do for you one? Es ist nicht alles nur Krieg. Allerdings Großteil. So, Karak Norn. Honor to your ancestors. Ihr seid Kislev, okay? Mit euch haben wir gar nichts. Welcome to Kislev. Ja, welcome. Ihr lehnt das sogar ab. Oi. Du hast gerade ein schönes Symbol bekommen. Warnerheimlinge. Seid ihr ganz andere Völker? Eigentlich dachte ich, ihr werdet auch die vom Chaos kommen. Ihr hattet vorher ein anderes Symbol, definitiv. Das schaue ich mir irgendwann mal an. Allerdings nicht jetzt. Okay, wie sieht's aus mit Marienburg? By Sigmar's will, come in peace. So, okay. Waldelfen, okay, das sind The Deepwood protects its sons and daughters. Nee, das lassen wir so. The woods of Athel Lauren welcome you. Deliver your men. Ne? Nächster. Ich bin nicht in der Position, was zu geben. Ich bin nur dabei, was zu nehmen. Ashka! Right. Okay.
Mit euch habe ich so wenig. Ihr seid so stur. You have a proposal? We are willing to hear it. Ihr habt nichts davon, wenn ihr mich angreift. We may not be the Empire. Gebirge nicht siedeln. Das möchte ich euch hiermit offenbaren. Okay. Schauen wir uns mal. Oh je, was ist denn hier passiert? Alles klar, ihr wart mal ein großes Volk. Wow. Euch ist schon klar, dass ich das unmöglich halten kann, Leute. Was ist eigentlich Karak-8-Gipfel? Schauen wir mal kurz nach. Oh, da sind wir auch weit weg. Ja, okay. For the wisdom of Valea. Nicht mal Bewegungspunkte übrig. Du wirst so platt gemacht wie nix. Tor- und Kampagne-Effekt hast du auch noch. Oh je. Ich weiß nicht, wie ich euch retten soll. Ich sag's mal direkt so heraus. Moment. Wir haben auch keine Möglichkeit, hier eine Abwehr zu bauen. Thronsaal des Hochkönigs, das sollten wir auf jeden Fall da bauen. Okay, das machen wir jetzt mal. Ich muss ihn irgendwie da reinschicken und dann ein bisschen Armee ausbauen. Weiß nicht so ganz, wie wir das machen, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, wenn ich diesen, so, das hier ausbaue, dann ist der vierte Slot voll. Dann hätte ich noch zwei Slots. Das heißt, bei dem hier bräuchten wir noch Waffenkammer, das ist der fünfte dann, der voll ist. Das heißt, ich kann einen jetzt schon mal quasi verprassen. Was bräuchtet ihr? Hauerei der Zwerge, Armee nicht. Okay, da können wir nichts machen. So schnell kommen wir aber nicht dahin. Unmöglich zu schaffen. Ihr da macht mir eigentlich kein Problem. Das Einzige, was stören kann, ist, dass ihr rummarodieren werdet. Ja, auch nicht zu kämpfen. Ich kann auch nicht fliehen, wie ich sehe, oder? Ja, klar, da würde mich jetzt jagen. Belagert ihr mich oder nicht? Ihr belagert mich nicht. Warum? Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich nutze die Welt, aber... True friend. Ja, na endlich handeln wir, Leute. Braucht doch mal Zeit. Okay. Okay, jetzt, wächst, mit den Krollen aber doch ein bisschen viel. Okay. Ja, der konnte keine Chance gehabt. Jetzt gehen wir mal hier hin. Dann können wir uns nämlich entscheiden, wohin wir dann springen. Okay, machen wir erstmal eine Schutzrune. Inspirieren. Nochmal. So, ja. Huch.
habe nicht das Gefühl, dass wir, dass die uns das durchgehen lassen, Freunde. Aber okay. Ich will jetzt auch nicht unbedingt verärgert sein. Oh, wie kriege ich dich denn? Achso, du musst noch regenerieren. Okay, er ist dumm. Okay, dumm ist ein vorteilhafter Effekt. Blutfäde, Nahkampfangriff plus 4, Führerschaft plus 6. Herzlich willkommen. Okay. So, du gehst jetzt mal mit hier rein. Versuchst du mal ein bisschen Armee zu besorgen. Was heißt das? Ja, bekannt. Trotzdem erstmal so. Okay. Dann springen. What? Ist die Frage, ob wir noch einen diplomatischen Beistand verbitten? Hm, nö. Suchen wir jetzt also wirklich eine zweite Armee hier irgendwie rauszuholen. Ah, Vorteil wäre, wenn diese Untoten sterben, wo die Aufgabe als Besieger Untoten Armee, das heißt, sie müssen alle sterben. Naja, nee, das wird unmöglich. Militärisches Bündnis, akzeptabel. Jetzt muss ich für eine Seite entscheiden. Ich will eigentlich gar keinen beitreten. Muss das sein? Nee, Leute, sorry. Das ist zu heftig. Okay, er versucht's wirklich. Ich nehm's nicht übel. So. Das hab ich nicht. Okay, der drüben produziert noch. Ostmar kämpft gegen Stirland. Ja. What brings you before the end? Was wollte der Grenzgrafen denn? Schützen? Ja. Wen trifft das? Alle? Okay, gut. Ja, eigentlich schlecht, aber okay. Nehmen wir es hin. To battle? So. It shall be done.